Hey, 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 hey und herzlich willkommen zu Crashlands. Unser kleiner Protagonist hier hüpft von einem Bein aufs andere Bein und ist schon ganz ungeduldig. Willkommen zur nächsten Folge. Wir haben alles Material jetzt dabei, um uns ein besseres Schwert zu machen. Das nutzen wir natürlich aus. Das Gladium. Sieht auf jeden Fall schon mal schick aus den gelben Steinen. So. Satisfying Gladium of Shocking. Also nicht mehr Burn, also nicht mehr Brandschaden, nenne ich es jetzt einfach mal. So, was hat es denn? 94, 24 Damage. Das ist auf jeden Fall ordentlich mehr. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Nach einer Angel wollte ich gucken in der letzten Folge. Und einen besseren Hammer. Da brauchen wir aber noch mehr Stein. Das ist bessere Rüstung. Da brauchen wir irgendwie was Orangenes, was immer das ist. Wo wir das herkriegen. Wahrscheinlich auch bei anderen Viechern. Wie kriegen wir eine Angel? Hier bei der Lederstation eventuell. Wir brauchen noch eine bessere Säge. Pickaxe, Stone. Aber das ist doch ein Sawboard. Das ist doch... Ist das keine Säge? Diese Axt haben wir gemacht, oder? Verstehe ich gerade nicht. Hier können wir nichts großartig herstellen. Hier können wir nur diese Saw... Da verstehe ich ja nicht, wozu wir das machen sollten, weil wir kriegen ja genügend Sawcrafts. Das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn für meinen Geschmack. So, wenn wir tot sind, spawnen wir hier. Ich sehe aber nirgendwo eine Angel. Habe ich irgendwas übersehen? Wie viele und Sitzkissen? Was ist denn das hier? Haben wir noch nicht entdeckt. Verstehe ich nicht. Okay, wir haben das bessere Schwert. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, da ist die Säge, aber da... Wir haben hier ein besseres, eine bessere Axt. Aber wir brauchen eine Säge. Ich soll der Mutter ein Geschenk mitbringen. Quest durchlesen. Okay. Wir sollen so einen Pflanzenpott mitbringen, oder? Kann das sein? Ah, hier. You need to bring her a gift. Thinks making one of these potted sunshrooms. Ah, alles klar. Ich bin ein Idiot. Okay, habe ich nicht gelesen. Wahrscheinlich stand es in den Kommentaren davor. Wir bauen auf jeden Fall mal ein. Alles klar. Dann port mir zurück. Dort. So, guten Tag. Ich habe was mitgebracht. Geschenke. Ah, jetzt redet's auch mit mir. Ja, Burr ist leider geblitzdingst worden. Es tut mir leid. He died. Ja, helping others. Also er ist nicht umsonst gestorben, Großmutter. Favor? Was denn? Ah, ein Labor finden wir in der Batterie. Sehr gut.
Genau. So. Zum Labor sollen wir gehen. Dann schauen wir mal auf die Karte, wo das Labor ist. Oder unten. Dann gehen wir am besten zu unserer Basis zurück. Obwohl, warte mal, ich nehme noch ein bisschen Stein mit. Irgendwas wollte ich machen aus Stein. Geh mal hier so ein bisschen ab. Vielleicht finden wir hier Stein noch. Stein noch. Noch Stein. Ganze Sätze bilden, Minjas. Und dann gehen wir danach zum Labor. Da ist noch... Nein. Könnte ich bitte noch ein bisschen Stein haben? Oder wir gehen direkt dorthin. Vielleicht finden wir dort auch Steine. Ich glaube ja, dass das von der Basis aus immer ein bisschen weiter entfernt ist, der bessere Kram. Und ich befürchte, dass wir eins von diesen Leuchtdingern töten müssen, damit wir nämlich die bessere Fackel kriegen oder die bessere Lateucht. Ah, sehr schön. Da haben wir doch eins. Sehr gut. Und da ist auch noch ein bisschen Stein. Das ist auch sehr gut. Bleib ruhig. Ich brauche doch nur einen Stein, ihr Kerle. Oh, oh Gott. Das wäre fast mein Tod gewesen. Oh, mir ist auch schon ganz schwummrig. Nein. Ihr müsst mich nicht angreifen. Ich bin ganz friedlicher. Ich suche noch Stein. Puh. Okay, komm. Wir porten nach unten. So, warte mal. Was wollte ich denn herstellen? Ich glaube den Hammer. Genau, ich wollte einen besseren Hammer herstellen. Der müsste nämlich Ersatz dafür sein, für die Wrench. Dann können wir wahrscheinlich länger stunnen. Hoffe ich. Nee. Wieder als er... Hä? Bin ich dusselig? Warte mal ganz kurz. Nee. Okay, dann halt nicht. Gut, das ist ein gutes Stück hier in diese Richtung. Südwestlich. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Vielleicht finden wir auch Steine in diese Richtung. Das wäre natürlich super. Da haben wir die Ladeuchte gefunden, die wir die ganze Zeit mit uns tragen. Da ist noch so ein Leuchtding, das nehmen wir mit. Den Glower bauen? Ich glaube, wir können ihn nämlich jetzt bauen. Guck mal. Soweit sind wir nicht von zu Hause entfernt. Der macht vielleicht ein bisschen mehr Licht. Das wäre natürlich super. Nee. What the fuck? Wo habe ich den gesehen? Da. Ach, der macht nur Licht an der Basis, würde ich mal behaupten. Okay, das war dann... Quatsch, das war falsch. Das war natürlich dann ein bisschen sinnlos. Setz dich hier dazwischen, würde ich sagen. Guck mal hier. Was macht es? Es leuchtet. Na gut, gehen wir wieder los. Schade, ich dachte, das wäre eine andere Fackel für die Nacht. Das ist ein bisschen mehr...
Licht in die Geschichte kommt. So. Königreich für Mobbett. Vielleicht können wir uns später noch eins craften. Oder irgendein Fahrzeug. Wobei, wir haben ja hier die... Wir haben praktisch die Portmöglichkeit, von daher wird sowas eigentlich gar nicht geben, gehe ich mal davon aus. So. Das muss doch auch gleich da sein. Boah, nee. Noch ein gutes Stück, nochmal der gleiche Weg. Oh, mal gucken, ob wir das Ding wegkriegen. Ach Moment, das war ja der Verlangsamer. Das ist Quatsch. Da ist ein Teleporter. Das ist schon mal sehr nice. Und hier dürfte es auch noch ein bisschen Stein geben. Sehr gut. Ich will nicht angreifen. Kann ich bitte weg? Kann ich bitte weg? Kannst du mal... Wo gehst du jetzt hin? Ah, sehr gut. Kann ich bitte nur diese Kiste einsammeln? Danke. Na super, ein Steintisch. Ich habe mich so drauf gefreut auf den Steintisch. Ich hätte gerne eine bessere Säge. Das wäre doch viel, viel besser als hier ein Steintisch. Und noch ein Stückchen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt in einem Stück am Aufnehmen für Crashlands, wie das bei euch ankommt. Es hat natürlich auch gewisse Längen, wenn man hier so durchrennt. Jetzt nicht da angreifen. Oh, dann greif halt an. Leck mich doch. Okay, noch ein Stückchen. Das Labor wollen wir noch sehen, ne? In dieser Folge. Oh. So einen habe ich oben schon mal gesehen, ne? Es scheint der Obermod zu sein von diesen Hippos. Nein. Nein, 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 nein. Ich schmecke nicht. Oh Gott. Oh, die sind aber durchaus flink. Wie komme ich jetzt hier raus? Mist. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wir haben nichts getan. Das Labor, oder? Sieht gut aus. Da vorne geht's rein. Sehr gut. Da gibt's irgendeine goldene Kiste. Was ist denn das hier? Ist ja ekelhaft. Guten Tag. What's up? Genau. Clutterflies? Was sind für Clutterflies, diese Leuchtdinger? Like you on shock. Ah, alles klar. Schwierig. Oh, ich bin gestunt. Ich bin gestunt. Oh Gott. Lass mich durch. Lass mich durch. Boah. What the? Alles klar. Ich verstehe. Ich glaube, ich muss jetzt doch hier den Kuchen aktivieren. Wo habe ich das nochmal eingeschaltet? Hier. Ah, die Mushrooms heilen auch. 149 statt 81. Boah, nehmen wir doch, ne?
So, dann porten wir mal hier runter. Mal hier. Hä? Nein, wir müssen hier bis hierhin porten. Na gut. Die Türen schließen, ja, das macht Sinn. Es ist so, wenn du einen Gegner in der Umgebung hast und dann kannst du die Sachen nicht einsammeln, weil in dem Moment will er den Gegner angreifen und keine Sachen einsammeln, was ja Sinn macht, ne? Dass du nicht im Kampf dann irgendwie anfängst, hier irgendwelche Sachen einzusammeln und vom Gegner platt gemacht wirst. Boah, ist noch ein gutes Stück. Gab es da keinen Teleporter unten? Vielleicht hätte ich ein bisschen um das Labor umlaufen sollen, wenn es mich nochmal reißt. Bleib ruhig. Hä? Da ist noch ein Stückel. Bin ich echt weit entfernt von dem Labor? Das ist ja echt der Hammer. Ich hoffe, da ist irgendwie ein Spawnpoint nochmal, wenn du ständig diese Dinger hier laufen darfst. Ich glaube, ich im Laufe das Labor ein bisschen, um zu schauen, ob ich da noch was finde, was uns zurückbringen kann hierher. Ja, jetzt sind wir nämlich in dem Bereich. Wow, eine bessere Säge. Telepath discovered. Sehr nice. Sehr gut. Das ist wunderbar. Okay, ein bisschen mehr in diese Richtung. So, hier geht's rein. Okay, jetzt können wir die Viecher von außen knetschen, einzeln. Wir hätten wahrscheinlich die Türen zumachen müssen. Ist halt auch ein bisschen hart, ne? Drei Stück. Können wir die stunnen? Nee. Komm doch mal raus. Kämpf doch mal draußen. Du feige Sau. Oh, weg, weg. Mwah, wieder zu knapp. Okay. Das ist gar kein Problem. Habe ich zu viel gewollt eben. So, jetzt bin ich sauer. Oh, da gibt es auch diese orangen Dinger hier. Ach, das ist wahrscheinlich mein Kram gewesen oder ein Teil von meinem Kram. Okay. Noch mal was essen. Die. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Raus hier. Raus hier. Die haben so ein Gift oder sowas, was einen kurzfristig stunt, beziehungsweise keine Aktionen durchführen lässt. Gut, dass wir einen Teleporter haben. Ich meine, das ist ja sonst schon ein bisschen hart. Ui, weg. Warum treffe ich denn nichts? Warum schlage ich denn durch die durch? Was mache ich falsch? Okay, einen haben wir. Essen, 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 essen. Boah, vergiftet. Oder der Schaden
hindert mich daran zu schlagen. Ich glaube, das ist es. Es wird der Schaden sein. Ich krieg Schaden und kann deswegen bricht er meine Schläge ab. Ui, 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 ui. Ja, wieder das Gleiche. Danke. Komm her, Stinky. Okay, Nummer 2. Okay. Können wir jetzt stunnen vielleicht? Ich probier's noch mit stunnen. Yes. Endlich. Wieso kann ich den Schlüssel nicht aufnehmen? Habe ich keinen Platz im Inventar? So, ich hab dich befreit. The big one? Welcher großer? Oh Gott. Oh Gott. Oh oh. So, ich bleib hier drin. Ist mir egal. Okay, kriegen wir noch. Oh, nix, nix. Ah, diese Vergiftung. Jedes Mal diese Vergiftung. Ah. Mama. Das machen wir jetzt noch zum Ende der Folge, auch wenn die Folge ein bisschen länger wird. Das will ich noch schaffen. Ist gut, beruhige dich. Oh Gott. Ist ja gut. Nur nicht vergiftet dort oben ankommen, das wäre so ein bisschen blöd. Yes! So, haben wir es geschafft zum Ende. Mann, 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 Arim. Sehr schön. Zum Ende der Folge noch hinbekommen. Und was kriegen wir? Bessere Workbench, wa? Camworks. Also wir können jetzt, können wir hier irgendwas mit dem? Ich bin immer noch vergiftet. Können wir hier aufmachen? Ich wollte an die Kiste. Na gut. Wir haben es geschafft. Wir porten uns zum Ende der Folge hier nach oben. Und sehen uns dann zur nächsten Folge von Crashlands wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt alle Folgen in einem Stück. Somit werde ich eure Kommentare dann erst ab der nächsten Folge lösen können. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.